Kurznachrichten. Ein neues Wort im Nachrichtenbetrieb. Chaotisiert, geprägt von Außenminister Heiko Maas. Er strebt einen zivilen Weiterbetrieb des Kabuler Flughafens an. Da werden die Taliban bestimmt schnell mal googeln, wer Herr Maas ist. Über Evakuierungsflüge aus Afghanistan sind nach Deutschland auch kriminelle Afghanen eingereist, die zuvor im Land schwere Straftaten verübt hatten und abgeschoben worden waren. Dies bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Die afghanische Zivilluftbehörde setzt alle Flüge auf dem Kabuler Flughafen bis auf Weiteres aus. Veröffentlicht hat sie das auf Facebook. Auch geben die Taliban die Belagerung von der Provinz Panjshir bekannt. Die Taliban weiten ihre Amnestie auf Afghanistans Präsident Ghani aus. Die Staatschefs der Mitgliedstaaten der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit führen gestern eine außerordentliche Sitzung des Rates für kollektive Sicherheit durch. Auf der Tagesordnung steht die Frage der Sicherheitsgewährleistung der Staaten vor dem Hintergrund der Ereignisse in Afghanistan. Die Bundeswehr flog bisher 3.650 Menschen aus. Die Kurznachrichten für den 24. August 2021. Heute startet der russische Außenminister Lavrov mit einer Reise, die ihn zunächst nach Ungarn führt. Auf Einladung seines Amtskollegen ist er Festredner der ungarischen Botschafterkonferenz, bevor es nach Wien und Rom weitergeht. Die Polizei in der ukrainischen Stadt Odessa hat den US-Bürger Kenneth Inger festgenommen, der in einem T-Shirt mit der Aufschrift Russland und dem Bild der russischen Flagge durch die Stadt lief. Ein Foto davon findet man auf dem Telegram-Kanal Odessa City News. Dmitri Pieskow, Sprecher des russischen Präsidenten, hat die Äußerung von Angela Merkel zur Rolle Russlands in der Ostukraine unter Bezug auf das Minsker Abkommen kritisiert. Die Bundeskanzlerin hatte Russland am gestrigen Sonntag in Kiew zur Konfliktpartei im Ukraine-Konflikt erklärt. Tunesiens Präsident verlängert die Aussetzung des Parlaments. Wieder eine Chaotisierung? Israels Armee fliegt Luftangriffe im Gazastreifen. Auch eine Chaotisierung. Indigene protestieren in Brasilien gegen den Präsidenten Bolsonaro. Ein offenbar alkoholisierter Österreicher hat in Wien lautstark geschrien und einen Passanten mit einem Baseballschläger attackiert. Dies geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor, die gestern veröffentlicht wurde. Auch hat er sich gegen die Polizeikräfte gewehrt. Das Robert-Koch-Institut hat heute 5.747 Neuinfektionen gemeldet, 7-Tage-Inzidenz 58.0. Der Hausärzteverband befürwortet die geplante Abkehr von der Inzidenz. Es gehe darum, die Belastung des Gesundheitswesens abzubilden. Diese ist im Moment moderat. Angesichts der vierten Corona-Welle beklagen Patientenschützer einen immer noch lückenhaften Impfschutz bei den Beschäftigten in Pflegeheimen und Pflegediensten. Die Impfbereitschaft beim Personal in der Altenpflege ist zum Teil nicht so hoch, wie sie sein sollte. Offensichtlich befassen sich in diesen Berufsgruppen mehr Menschen mit Medizin. Die Grünen-Spitzenkandidatin Baerbock hat die Impfpflicht für den Fall einer deutlichen Verschlimmerung der Corona-Lage in Deutschland nicht ausgeschlossen, zumindest für einzelne Berufsgruppen. Krankenhaus, Pflegepersonal, Erzieher wird genannt. Baerbocks Mitbewerber um das Kanzleramt hatten sich zuvor gegen die Impfpflicht ausgesprochen. Kanzlerkandidatin Baerbock verspricht noch mehr im Gespräch mit MDR aktuell sozialgerechten Klimaschutz. Einnahmen aus der CO2-Abgabe sollten auch an Pendler zurückgegeben werden, die mit dem Auto fahren müssen. Mit dem Auto? Die Hochwasserkatastrophe an Ahr und Erft war nicht nur von den Regenmengen her außergewöhnlich, sie ist auch ein Ergebnis des Klimawandels, das zeigt eine internationale Studie. Extreme Regenfälle mit 93 Litern pro Quadratmeter hat es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland noch nicht gegeben. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst 39 Wissenschaftler aus mehreren Ländern. Die ARD zitiert, die Hochwasserschäden sind mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, das ist hervorzuheben, auch eine Folge des Klimawandels. Apropos Klimawandel, damit mehr Leute mit dem Auto fahren müssen, legt ein Streik den Bahnverkehr weiterhin lahm. Ein Streik der GDL. In Indiens Hauptstadt Neu-Delhi ist ein Smogturm gebaut worden. Wir bauen Wetter. Heute Sonne, Wolken, oft trocken. Morgen recht schön, außer im Norden. Ab Donnerstag neuer Regen. Es wird deutlich kühler zum Wochenende. Der Herbst. Alternative Music.